Frauen waren in den großen Ausstellungshäusern Sezession und Hagenbund zwar durchaus präsent, sie konnten aber in diesen Künstlervereinigungen nicht Mitglied werden. Um dem zu entgehen und selbstbestimmt eigene Ausstellungen organisieren zu können, gründeten sie 1910 die Vereinigung Bildender Künstlerinnen Österreichs. Von da ab gestalteten sie die Ausstellungsszene in Wien entscheidend mit. Sie waren zu Gast in den großen Ausstellungshäusern Sezession und Hagenbund und präsentierten dort bis zu 400 Werke von österreichischen Künstlerinnen, auch internationalen Künstlerinnen. Fanny Halfinger-Zakutzka ist auch Mitglied der VBKÖ. 1926 tritt sie aber mit einer Gruppe progressiver Künstlerinnen aus und gründet eine eigene Künstlerinnenvereinigung, und zwar die Wiener Frauenkunst. Die Wiener Frauenkunst ist eine bemerkenswerte Vereinigung, denn sie entwirft ein neues Ausstellungsformat. Und zwar organisieren sie Ausstellungen, die programmatischen Inhalt haben. Unter Titeln wie »Wie sieht die Frau?«, »Die schöne Wand?« oder »Das Bild im Raum« ist es ihr Anliegen, Kunst mit dem alltäglichen Leben zu verbinden. Zusätzlich dazu gibt es in diesen Ausstellungskatalogen theoretische Essays, die sich mit der Kreativität, dem Schaffen der Künstlerinnen auseinandersetzen. Fanny Hadelfinger-Zakutzka war eine vielbegabte Künstlerin. Sie war nicht nur eine außergewöhnlich innovative Grafikerin, sie war auch Möbeldesignerin und Malerin. Sie ist auch durchaus vertreten in den großen Ausstellungshäusern, beispielsweise im Hagenbund. In einer Ausstellung des Hagenbundes 1913 wird auch ein Bild von der Österreichischen Galerie angekauft.